60 Jahre jung, seit 1952 olympisch. 15 Olympische Spiele in Folge. Der dänische Ausnahmesegler Paul Elvström schrieb, ich würde heute noch gerne Finn segeln, aber meine Arthritis verbietet das. Und Finn-Goldmedaillengewinner Jochen Schümann bringt es auf den Punkt. Das Finn ist das Boot, in dem man am meisten arbeiten muss, um am langsamsten voranzukommen. Was macht die Faszination des Finns eigentlich aus? Finnsegeln ist ein Abenteuer. Es gibt, glaube ich, im Segelsport, im Einhandsegelsport, nichts Anspruchsvolleres als das Finndingi. Man muss absolut topfit sein, man muss sich in der Welle bewegen können, man muss auf kleineren Seen sich bewegen können, man muss den Wind sehen, den Einsetzer, Aussetzer, die Winddreher eben taktisch segeln können. Und man muss natürlich auch das Ganze mental auch verarbeiten, denn man kann nicht immer vorne sein, man muss auch mal von hinten aufholen können und so weiter. Das alles gehört zum Finndingi-Segeln dazu. Und auch dazu gehört die maßvolle Weiterentwicklung des Finns. Obwohl die grundlegenden Maße sowie die Rumpform über 60 Jahre weitestgehend gleich geblieben sind, hat sich doch einiges getan. Man kann es heute durchaus als Hightech-Boot bezeichnen. Das ist ein vielleicht oberflächlicher Eindruck, dass sich nichts getan hat von äußerlich. Wie jedes Werkstück hat auch das Finndingi Toleranzen. Und diese Toleranzen werden heute zum Vorteil des Segelns ausgenutzt. Früher bei Holzbooten kam es eher zufällig. Man brauchte diese Toleranzen, um das Boot auch entsprechend bauen zu können. Heute werden die Kunststoffschalen entsprechend gefertigt, dass die Toleranzen eben ausgenutzt werden, um schneller zu sein in ganz bestimmten Konditionen. Also die Tendenz geht zu einem sehr stabilen und festen Rigg, aber zu einem flexiblen Schiff. Früher war es umgekehrt, stabile Boote und ein mehr flexibles Rigg. Interessant ist natürlich auch, ob das Finn seine Popularität halten konnte. Denn viele Klassen haben ja Probleme mit ihren Mitgliederzahlen. Nein, wir sind also in der Mitgliedszahl zumindest stabil. Wir sind, ich kann es also mit Stolz sagen, weltweit die absolut größte Finndingi-Klassenvereinigung, die es gibt. Ich mache das jetzt seit 7 Jahren und bin angefangen mit einer stabilen Mitgliederzahl von etwa 250 Mitgliedern. Und heute gehen wir an die 300 Mitglieder heran. Also man kann sagen, wir sind sehr stabil in der Zahl, wir wachsen sogar. Und wie sieht's beim Nachwuchs aus? Ja, wir haben vor 3 Jahren einen Förderverein gegründet. Ein Förderverein, um junge Leute ins Schiff zu kriegen. Und nicht nur junge Leute, sondern junge Leute, die Ambitionen für Olympia haben. Und wir haben einen ganz, ganz großen Erfolg damit. Wir haben inzwischen 7 junge Leute, die sich wirklich intensiv für Olympia London, Weymouth qualifizieren wollen. Und es stellt sich natürlich noch die Frage, wie teuer ist das Finnsegeln denn heutzutage? Ja, das ist immer so eine Sache. Ich weiß, ich bin ja nun schon etwas länger dabei, um es genau zu sagen, 41 Jahre segel ich Finndingi. Also ich bin damals angefangen, schon mit einem Kunststoffschiff, mit der Nummer 764. Es war ein Kalischbau mit Holzmast und Holzbaum, aber schon ein Dacron-Segel. Aber dieses Schiff hat damals beinahe 5.000 Mark gekostet. 1968. Und wenn man das auf heute hochrechnet mit den Einkommensentwicklungen, dann kann man durchaus sagen, dass das Finn mit Sicherheit nicht teurer geworden ist, sondern eher billiger, weil man muss ja auch berechnen, dass die ganze Ausrüstung, die Beschläge, die Rollen, was dabei ist, alles kugelgelagert, Hightech-Werkzeug heute ist, an ganz wesentlich bessere Ausstattung wie früher.